Hausierer schließt ein einzelnes Geschäft ab. Ach, der kostet Kleidung? Okay. Jetzt können eure Kaufleute weltweit Handelsrouten in ferne Länder erkunden. Seht nach, ob es nicht zufällig eine Handelsroute für Stein gibt. Ja, und wo? Wahrscheinlich muss ich erstmal hier die Hausierer fertig ausbilden. Das hier haue ich dann erstmal weg. Den Schmuck auch zur Sicherheit. So, ihr seid durch. Dann weg damit. So, ach, du bringst jetzt Kleidung und Schmuck. Erstmal nach hier. Und du bringst jetzt die Kleidung rüber. Wunderbar. Was sind hier die drei Stufen? Schauen wir mal. Hausierer, Händler und Kaufmann. Aha. Ich sage, wir machen erstmal nur einen Hausierer, weil ich habe jetzt keine Ahnung, ob wir überhaupt mehr als einen brauchen werden in dieser Mission. So, Handelsrouten, schauen wir mal. Ach, da unten sind die Handelsrouten. Ah, okay, okay, okay. Okay, dafür brauchen wir auch zwei Hausierer. Ja, guck, alles klar, dann her mit den zwei Hausierern. Das sieht ja aus wie Europa. Ich dachte, das wäre Tandrien. Na, egal. So, die Handelsroute nehmen wir. Brauchen wir nur erstmal zwei Hausierer, sonst passiert hier gar nichts. So, einen hätten wir schon. So, guck mal, 10 Steine haben wir. Da könnten wir bald noch ein bisschen mehr prestigeträchtige Sachen hier hinbauen. Schwing, mehr Prestige. Ach, da geht's doch weiter. Sehr schön. So, Stufe 5 und wir können immer noch nichts machen. Schade! Bleibt die Frage, wozu machen wir den Quatsch? Naja, egal. So, das wäre jetzt super, wenn man die zweite Weberei hier aufgebaut würde. Und da kommt auch endlich schon der Bauarbeiter, der genau deswegen hier ist. Findet ihr auch, dass dieser Webstuhl irgendwie ein bisschen überdimensioniert aussieht? Könnt ihr mal schauen, wie die Dame hier werkelt. Wenn sie denn werkelt. Aber sie werkelt gerade nicht. Na gut. Ach doch, jetzt wird gewerkelt. Gut, ein bisschen albern sieht's aus, aber... Naja, es ist ja auch der Stil dieses Spiels, ne? Dass er jetzt nicht so... bierernst hier ist alles. Von daher passt das Ganze schon. Gucken wir mal, wie die Schneiderin hier arbeitet. Wenn sie denn jetzt gleich anfängt. Erste volle Leiter fallen, sehr gut. Hm. Schnipp, schnipp, schnipp. Und zack, fertig. Luft bei dir. Steht ja einem weiteren Hausierer nichts mehr im Wege. Ach,
guck mal, hier von der ganzen Wolle, da haben wir ja noch einiges da hinten auf Tasche, fällt mir gerade mal ein. Haben wir das hier? Ja, 3 Stück sind auch hier. Das war's auch schon. Ach gut, ein paar sind schon auf der Straße unterwegs. Na gut, das erklärt's natürlich. So, wo ist jetzt das Problem? Was fehlt hier? Ach, die Kleine wird jetzt erst hingebracht. Gut. Dann mach mal hinne, denn ich will, dass die Handelsroute steht. Zack, und da haben wir den zweiten Suppenkasper. Dann schauen wir doch mal, wie das gleich aussieht, wenn die Handelsroute bei euch losgeht. So, ein paar Meter musst du noch machen. Ich bin gespannt, ob es überhaupt irgendwie eine Animation gibt, so wo das Schiff losfährt oder so. Das fände ich ja schon nett. Hervorragend. Ah. Eure Kaufleute waren erfolgreich. Sie haben eine Handelsroute für Stein ausgekundschaftet. Nun könnt ihr Steine im Hafen handeln. Ach, so funktioniert das, alles klar. Schnell, sendet einige Kaufleute zum Hafen und lasst sie Steine erwerben. Sobald genug Steine vorhanden sind, befestigt den neu eingenommenen Sektor mit einem Steinwall. Ich frage, können wir dich jetzt schon befestigen oder wie machen wir das überhaupt? Müssen wir das irgendwie separat bauen hier? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Also ich vermute mal zumindest, dass wir jetzt die beiden Hausierer brauchen. Dafür, dass hier diese Handelsroute klappt. Wissen tue ich es tatsächlich nicht. Ich glaube, den Brunnen reiße ich mal ab. Mach dafür hier noch eine weitere Schafzucht hin. Brunnen kann ja auch hier hin. Ja, guck, da laufen sie los. Ja, so langsam läuft die Kleiderproduktion. Sehr schön. Dann machen wir hier nochmal ein kleines Wohnhaus. Eine weitere Weberei und hier noch eine Schneiderei. Keine Ahnung, wie lange wir die Mission überhaupt noch machen. Vielleicht ist ja auch die Mission schon durch, sobald wir das hier befestigt haben. Ich weiß es nicht. Ihr seid kein Gegner für den Drachengott. Oh, er baut seine Truppen auf. Das heißt, er wird wohl tatsächlich angreifen. Aber ich fürchte, er wird bald zurückschlagen. Repariert die Palisade in eurem neu eingenommenen Sektor. Reparieren, check. Ausbau später solltet ihr sie zu einem Steinwall ausbauen. Da, Befestigungsausbau, nur sehr schön. Nur wenn euer Steinwall frühzeitig errichtet ist, wird Raspun keinerlei Chance gegen euch haben. Seid ihr zu langsam, wird er euch bezwingen. Und der Kampf um Tandrien ist verloren. Ach so, sofort ist der ganze Kampf um Tandrien verloren. Wenn er uns diesen einen Sektor klaut, ja, nee, ist klar. Was schlaberst du, ey? Das war die Reparatur. Ich hoffe, damit werden die Türme hier repariert. Naja, noch hat er eh nicht die Truppenstärke, um anzugreifen. Also von daher mache ich mir da so überhaupt keinen Kopf. Also angreifen keiner von mir aus, aber ich werde ihn sowas von wegnatzen. Wie viele Bretter haben wir überhaupt? 45, gut, das sollte reichen. Noch überlege ich gerade. Ach nee, ein Förster geht ja doch gar nicht.
Das ist nicht verfügbar. Wahrscheinlich, weil wir gerade die hier die Reparaturen machen. Würde ich jetzt mal zumindest unterstellen. Okay, ihr seid durch. Alles klar, weg mit euch. Irgendwie fühlt sich ja anscheinend keiner genötigt, mal das Material hinzubringen, habe ich den Eindruck. Kann das sein? Oder wartet ihr noch auf Holzlieferungen oder so? Hier wird aber kein Holz geliefert. Hm. Na, wobei doch da kommt Holz. Stimmt, 8 brauchen wir, dann geht's ja erst los. Okay, wahrscheinlich, wenn die 3 Holz da sind, dann könnte es losgehen. Hoffe ich zumindest sehr, dass es dann losgeht. Mit der Reparatur, damit wir dann irgendwann auch mal hier alles stehen haben. So, irgendein Baulehrer, der sich mal berufen fühlt, hier was zu tun. Schaut wohl nicht so aus gerade. Schade. Dabei haben wir ja schon mehr als genug Holz. 8 brauchen wir. Ach, da kommt ein Baulehrer. Sehr schön. Gut, dann wird er sich jetzt das Holz krallen und die Türme reparieren. Hoffe ich zumindest mal. Was macht seine Truppenstärke? Weiterhin nicht existent. So, 5 Holz. Ist die Frage, gehst du hier hin oder gehst du direkt zu den Türmen? Na, du gehst wahrscheinlich hier hin und dann baust du von da aus die Türme wieder auf. So, 3 Bretter fehlen noch. Warte mal, kann ich nicht jetzt hier die... Stimmt, wollte ich gerade sagen, die Bauhütte, die kann ich doch jetzt fertig machen. Hab ich doch gerade erst frisch freigeschaltet. Damit wir mehr Baulerys haben. Und dann klappt's auch mit der Palisade und natürlich dann auch mit der Mauer. So, Reparatur geht los. Alles klar, perfekt. Hätten wir das schon mal. Hier haben wir zumindest ein paar Steine, aber wir haben ja in der Handelsgilde hier noch 15 Steine vorrätig. Sehr gut. Das heißt, die sind relativ nah dran. Perfekt. Diese Palisade wird euch hoffentlich vor Raspuns ersten Attacken schützen. Na? Um eure Befestigung zu einem Steinwall auszubauen, benötigt ihr viele Steine. Sehr schön. Praktischerweise schleppen die jetzt die Steine direkt von gegenüber da rein. Das finde ich super. Wie viele Steine kostet nochmal? 8 Stück. Ja, guck, die haben wir doch schon hier. Zack, und schon geht er los mit den Steinen. Perfekt. So, wie es sein sollte. I like. Und die letzten 3 Steine.
So, dann macht er vermutlich hieraus auch so analog wie hier so Steintürme. Würde ich jetzt zumindest mal vermuten. Moment, die Goldmine war doch gerade noch bei Null. Regeneriert sich das Gold etwa? Na, bei uns zumindest nicht. Ja, Tatsache, der baut hier die Sachen aus. So, 80% haben wir. Und gleich, fertig, zack. Guck mal, der verschwindet schon. Puh, euer Steinwall wurde genau im rechten Moment fertiggestellt. Ah, wie erwartet, plant Raspun eine weitere schwere Attacke gegen euer Königreich. Da stand doch gerade, dass er geflohen ist. Euer Steinwall wird jeglichem Angriff trotzen. Lehnt euch zurück und genießt, wie seine Soldaten an euren Mauern zerschmettern. Wie amüsant! Raspuns Einheiten erleiden starke Verluste. Ihr seid verflucht, Prinzessin! Ihr kämpft für die falsche Seite! Der Herr sei gepriesen, Milady! Ihr habt Raspun besiegt. Aber zwei Soldaten abgeknallt haben? Echt jetzt? Na gut, bitte. Beeindruckend, Prinzessin. Ihr habt mich geschlagen, als hättet ihr jeden Zug von mir erahnt. Ich hatte Glück, das ist alles. Ich glaube nicht an sowas wie Glück oder Zufall. Eher daran, dass euch jemand zur Seite stand, der mich kennt. Wir haben keine gemeinsamen Freunde. Vielleicht war es kein Freund, sondern ein Feind. Kennen euch eure Feinde denn wirklich so genau? Bedauerlicherweise ja. Ja, das ist natürlich schlecht, wenn einen die Feinde kennen, ne? Sehr schön. Und weitere 100 Münzen für unser Vermögen. Wunderbar. Ihr Lieben, das war's mit dieser Mission. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns wie immer wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüssikowski.